Ein Stück Afrika in Dresden. Im Festspielhaus Hellerau hat im März diesen Jahres das Festival Dance Dialogues Africa die Zuschauer 8 Tage lang von seiner Vielschichtigkeit überzeugt. Die Besucher konnten sich von dem modernen afrikanischen Tanz sowie rhythmischen Elektroklängen begeistern lassen. Dance Dialogues Africa, was im Grunde genommen Tanzdialoge heißt mit Afrika, ist ein Gemeinschaftsprojekt, was wir machen mit 4 anderen deutschen Partnern, unter ihnen das Tanzhaus NRW in Düsseldorf und Kampnagel in Hamburg, zusammen mit 5 afrikanischen Partnern von Kongo bis Mosambik, Mali, Benin, Tunesien. Und es geht wirklich genau um diesen Dialog, also auch ein Dialog, dass man auch mal so nicht immer diese Klischees von Afrika hat, mit afrikanischen Tanz und das ist nur so Trommeln, sondern sozusagen diesen zeitgenössischen Tanz, den es da auch sehr, sehr stark gibt. Ich rede immer von Dringlichkeit bei Afrika, weil es gibt so eine bestimmte Dringlichkeit in der Bewegung, die wir in Europa so nicht sehen. Also es gibt auch eine Dringlichkeit, sich mitzuteilen im Tanz. Und das wirkt wahnsinnig, die gehen von 0 auf 360. Inside my kind of references, it's I'm trying to like free the music from the movement and free the movement from the music, because there is this kind of strong relation in a traditional dance that the movement is very linked to the music, to the sound. So you already the movement does this the sounds, or the sound does the steps of the dance. So in that work, I try to free both of them. So then with that, try to build something new that, but still the references are there, but it's new because we are discovering new possibility to do things with what we have, and then that's for me it's much more interesting. Diese Dialoge haben schon auch in Afrika stattgefunden, dass Südafrika zusammen mit dem Kongo ein Stück macht. Und das sind auch Tänzer beteiligt von beiden Kompanien, sowohl Kongo als auch Südafrika. I think it's for me it's interesting, special because it's like a new team that I'm working with. So for me, I think it's important, and it's a big opportunity for them to be exposed and to get more experience on the stage, special because it's these two mixed group, some with less experience than the other, but sharing the same stage. Und ich glaube, hier gerade in einer Stadt, wo wir so wenig Ausländer haben, das ist hier, gehört ja nicht zum Stadtbild. Also im Moment, ich finde es auch wahnsinnig schön, dass ich hier sozusagen dieses Bunte einfach sehe, weil das einfach mehr dem entspricht, was in vielen anderen deutschen Städten ja auch ist. Und für Dresden finde ich, ist das ein sehr, sehr schöner Impuls auch. Und ich glaube, dass man hier eine Bandbreite sehen kann von verschiedenen Ästhetiken und von verschiedenen Stilen und dass man einfach geballt in einer Woche auch die Möglichkeit hat, ganz viel zu sehen, wo man normalerweise müsste man nach Paris fahren, nach Berlin fahren, nach Hamburg fahren, durch die Gegend fahren. Und das hier kommt sozusagen direkt vor die Haustür.